Leute. Hey Leute, Adventskalender. Finde ich ganz süß. Ich mache jedes Jahr irgendwie sowas an der Art. Und dieses Jahr ist es der hier hinter mir geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich finde, der ist total süß geworden. Und am liebsten würde ich ihn selber behalten, aber nein. Und ich habe nur eine Sache vergessen, das wollte ich euch nochmal davor sagen. Und zwar wollte ich eigentlich noch so Nachrichten mit reintun, aber Nasmi hat den nicht wieder gekriegt. Ihr seht ja, die sind ein bisschen zerknittert. Und deswegen hatte ich die irgendwie vergessen. Die hat damit gespielt und dann war das Paket schon zu. Aber es waren so Sachen wie für die Lady in dir, gerade bei so Kosmetik oder zum Warmhalten, für Tee. Ihr könnt auch alles Mögliche reinpacken, deswegen habe ich mir so ein paar Sachen dann zurechtgelegt. Die wollte ich so gut reinpacken. Das ist ein bisschen persönlicher, finde ich ganz süß. Ich würde mich sehr freuen. Aber ich habe es leider vergessen. Aber wenn ihr das machen wollt, würde ich es euch ans Herz legen. Ich finde es ganz süß. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, dann habe ich im Endeffekt alles, was ich an Deko zu Hause habe, zusammengenommen. Einmal so Deko-Bänder bzw. so Klebebänder, so Glitzer und ein paar weihnachtliche. Dann hatte ich noch so Weihnachtsdeko zu Hause und auch so ein bisschen Glitter, einen goldenen habe ich noch gehabt. Und ansonsten so Geschenkpapiermaterial, im Endeffekt, womit ihr das einpackt. So ein paar Schleifen und Backpapier. Ich wollte es mit Backpapier machen, weil ich diese Optik haben wollte. Ihr könnt natürlich auch diese dunkle Backpapier nehmen, je nachdem, was ihr möchtet. Das sind dann schon alle Zutaten, die ihr braucht. Zutaten, lustig, aber ja. Und dann fangen wir auch gleich an. Im Endeffekt habe ich das Backpapier genommen und einmal auf die Hälfte gefaltet, weil ich nicht wollte, dass es so durchsichtig ist. Ihr könnt natürlich bei dem dunklen Backpapier, guckt das nicht so richtig durch, oder wenn ihr auch Geschenkpapier nehmen möchtet oder so, guckt das auch nicht so durch. Dann müsst ihr mal schauen. Ich habe es im Endeffekt eingerollt und so ein bisschen zu so einem Bonbon geformt und dann nach so Dekobänder drum getan. Meine Farben sind jetzt so, ich habe Rot genommen, Silber und Grün, damit es so mehr weihnachtlich nimmt. Da könnt ihr natürlich variieren, was ihr möchtet. Habe das Dekoband drum gemacht und mit der Schere so ein bisschen gekräuselt. Dann noch ein bisschen was von dem Glitter mit, von dem goldenen Glitter mit reingetan, damit es ein bisschen optisch schön aussieht. Und schon hattet ihr so einen süßen Bonbon. Beim nächsten Paket, genau, ihr seht ja schon, habe ich Rocher mit reingetan. Und zwar habe ich da so ein Säckchen draus geformt, weil ich fand, das hat zu der runden Form so schön gepasst. Habe dann auch wieder ein Dekoband drum gemacht und die Enden ein bisschen gekräuselt mit einer Schere. Und habe dann noch so ein schönes Schleifchen drum gemacht, so ein grünes, wie ihr sehen könnt. Weil ich finde, das hat so ein bisschen Farbe abgegeben. Das fand ich ganz niedlich. Also habe ich das auch noch mit drauf getan und im Endeffekt seht ihr dann am Ende, dass es wieder so ein schönes Päckchen ist, ganz süß gemacht. Bei dem nächsten, was ich euch zeige, habe ich im Endeffekt so eine Art viereckiges Päckchen geformt und ich wollte, dass es halt so dieses typische Weihnachtslook hat und habe danach so ein Dekoband genommen mit so Schleifchen drauf und habe danach im Endeffekt das einmal drum getan, damit es so aussieht, als ob es so wie in einer Schleife eingepackt wäre. Und damit es nochmal schön ist, habe ich nochmal oben so ein bisschen Dekoband und Rot drauf getan, auch nochmal gekräuselt mit einer Schere. Und damit es wirklich aussieht wie so ein Weihnachtspäckchen. Und am Ende einfach alles auf dem Band getan. So, das war's jetzt schon. Das war der Anfang von meinem Adventskalender, denn ich wollte nicht, dass die Person sieht, was ich alles reintue. Aber wie ihr seht, ich habe ganz verschiedene Pakete gemacht. So ein paar Bonbons, ein paar viereckige, ein paar längliche. Habe ich alles auf eine Schnur gehangen. Ihr könnt natürlich auch, ich habe gesehen, ich glaube letztes Jahr bei einer YouTuberin, die hatte das auch so ein... auf dem Kleiderbügel. Da hast du so Washi-Tape über den Kleiderbügel drauf gemacht und dann so dran, sah auch total süß aus. Mochte ich jetzt nicht so ganz, aber ist auch mal eine Idee. Ich wollte es so haben, weil man kann es jetzt auch schön hinhängen. Das ist immer noch so eine schöne Deko, habe ich mir gedacht. Und das fand ich ganz süß. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Ansonsten, wenn ihr das nachmacht, verlinkt mich doch. Ich würde voll gerne sehen, wie eure so aussehen. Wird natürlich alles variieren, total kreativ sein, auch die Farben und so. Also lasst euch da nicht stoppen. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen Tag. Abonniert mich für mehr.